Es ist im Norden von Salzburg, es ist neu und damit werden wir Ihnen in Zukunft so richtig, richtig einheizen. Es geht um das neue Biomasse-Heizkraftwerk hier in Sitzenheim, genauer gesagt das Kraftwerk Sitzenheim 2. Und man muss ziemlich früh aufstehen, um den Chef hier zu treffen. Ich habe schon erwähnt, man muss ziemlich früh aufstehen, um den Chef hier in Sitzenheim 2 zu treffen. Sebastian Schuller, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Symbolischerweise habe ich dir ein bisschen Holz mitgenommen zum Heizen. Kann man mit dem was anfangen? Finde ich eine geniale Idee. Du bist der Erste an einem Eiskraftwerk. Das werde ich mir gleich und du bist der Erste, der uns das persönlich jetzt an Brennstoff vorbeibringt. Mal schauen. Ich denke, wir werden Betriebswirtschaft ganz schön auf Trab halten, weil wie du siehst, wir können normalerweise nur ein Waldhack gut verarbeiten und keine ganzen Scheile. Aber wir werden mal schauen. Wir werden mal kommen. Ja. Alles klar, schauen wir mal. Um die ca. 10.000 Personen mit Strom zu versorgen und 9.000 mit Fernwärme, da braucht man schon was zum Heizen, gell? Ja, wie viel braucht sie da? So ist es. Wir kriegen da ca. am Tag so ungefähr 800 Schüttraummeter mit LKWs antransportiert vom sogenannten Waldhackgut aus der Region. Und das Ganze verarbeiten wir da in unserem topmodernen neuen Kraftwerk zu Strom und Wärme, wie du schon erkannt hast. Welchen Part leistet dieses Kraftwerk jetzt eigentlich, um die Energiewende zu erreichen? Also das Kraftwerk ist das größte Kraftwerksprojekt seit 10 Jahren, das die Salzburg errichtet hat und ist ein richtig großer Schritt in Richtung Dekarbonisierung, in Richtung Energiewende, weil vor allem im urbanen Raum ist die Fernwärme der Schlüssel eben zu dieser Wärmewende, Energiewende. Und das Kraftwerk bringt uns in Zukunft 10% erneuerbaren Quoteerhöhung. Das heißt, es bringt uns von 30% auf 40% Anteil jetzt in Richtung Klimaneutralität. Und mein Scheitel hilft dazu. Das finde ich super. Ja. Sebastian, du hast ja darüber gesprochen, dass es sehr, sehr modern ist, das Kraftwerk. Erzähl uns ein bisschen was über das Gebäude. Du, bevor ich dir was über das Gebäude erzähle, müssen wir zuerst mal ein bisschen was arbeiten. Müssen wir hackeln, oder was? Ja, lass dich überraschen. Aber wenn, dann möchte ich schon was Gescheites machen. Einschulung. Ja, jetzt muss ich ja noch posen, auch noch, oder? Aber Scheil darf man nicht vergessen. So, war das jetzt was? Ich bin begeistert von dir. Welche Talente hast du denn nur, Alter? Ja. Fahrerlaubnis hast du. Also Führerschein bestanden, oder? So schnell wie noch nie am Führerschein bestanden, aber gut. Aber du führst uns jetzt noch zu einem Platz, wo wir noch ein bisschen was über die Fernwärme der Salzburg erfahren, oder? Sehr gerne. Früher hat mich das mal gestört wegen meiner Frisur. Mittlerweile habe ich keine mehr, aber es ist ja wurscht. Aufpassen, Stufe. Stufe? Der Chef ist da. Ja. Jetzt haben wir am Dach angelangt von unserem neuen Kraftwerk. Du hast ja schon erwähnt, Strom und Wärme, wie passt das zusammen? Was wird aus was gemacht? Um den ganzen Prozess da in einem Kraftwerk effizient zu machen, bauen wir sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Das heißt, man nutzt den Brennstoff, der Waldhack gut, um das effizient zu nutzen. Macht man zuerst einen Strom draus, das heißt, man verbrennt es, macht dann Wasserdampf draus und diesen Wasserdampf schickt man über sogenannte Turbine. Das heißt, man erzeugt zuerst Strom und diesen
Abdampf, so quasi die Abwärme aus dieser Stromproduktion, ist dann die sogenannte Fernwärme. Das heißt, Kraft-Wärme-Kopplung ist eben zuerst Strom zu erzeugen und dann die Wärme. Man sieht jetzt eigentlich ja nicht wirklich Rohre vom Kraftwerk weggehen, beziehungsweise auch Stromleitungen. Passiert das alles unterirdisch oder wie läuft das? Das ist das Schöne an der Fernwärme und auch am Stromnetz. Wir haben sehr viel unterirdisch verlegt, wo unsere Kunden im Nachhinein nicht mehr viel mitbekommen. Das heißt, alle Fernwärmeleitungen sind unterirdisch, gehen Richtung Stadt hier rein. Also zuerst die Kunden in Wals und in Sitzheim werden versorgt und der Rest, der da nicht gebraucht wird, wird in die Stadt transferiert und dort genutzt. Dass die Leitungen gehen unterirdisch in diese Richtung aus. Du hast es gerade erwähnt, Wals ist die erste Station der Wärme, geht nachher Richtung Stadt weiter. Verpufft da die Wärme bis dorthin? Haben die in der Stadt jetzt weniger Wärme, die dann ankommt? Zum Glück nicht. Zum Glück verpufft die Wärme nicht. Die wird effizient transportiert. Das heißt, in die Fernwärmeleitungen, die haben außen rundherum eine dicke Dämmung, wie bei einem Haus. So quasi die Leitungen sind sehr stark isoliert und dadurch verlieren sie extrem wenig Wärme. Also André, gut, dass wir uns zufälligerweise getroffen haben. Du bist für den Bau verantwortlich gewesen. Ich bin der Projektleiter da draußen für das ganze Kraftwerk, für die Errichtung, von der Planung weg bis jetzt zur Übergabe. Ja, war eine spannende Sache. Spannende 2 Jahre waren das da draußen. Du erzähl uns mal ein bisschen was über die Highlights des Projektes. Die Highlights des Projektes, die waren angefangen, haben wir, glaube ich, vor 1,5 Jahren, im Februar 2021, Spatenstich. Und da war das erste Highlight schon mal gleich, dass wir mal tief in die Erde runter haben müssen für den Bunker, an die 10 Meter tief runter. Das war spannend. Und die nächsten Highlights waren dann kurz ein halbes Jahr drauf, wie wir dann die ersten Teile von der Kästenanlage gekriegt haben und die dann über Dach mit 2 schweren Mobilkränen, die Teile haben doch an die 200 Tonnen gehabt, über Dach einkommen haben. Das war eine spannende Sache, dass das nämlich auch genauso funktioniert hat, wie wir es eigentlich geplant haben und dass die Teile da Millimeter genau passt haben. Apropos happy, wenn du das Kraftwerk jetzt so siehst, eigentlich fast fertig oder fertig, ja, wie fühlst du dich da? Bist du stolz? Ich bin sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Ich bin vor allem sehr stolz drauf, dass ich ein super Team gehabt habe, das mich in jeder Richtung unterstützt hat. Und ich bin auch sehr stolz drauf, dass wir das Ganze geschafft haben, innerhalb von 1,5 Jahren das zu errichten, was keiner geglaubt hat, aber wir haben es geschafft. Hey, halt, was tust du denn? Der fährt eh voll alleine. Da brauchst du eh nichts drucken. Nein, der fährt voll automatisch. Jetzt haben wir das Hock gut reingeschmissen, der Holz ist von da, fährt zusammen in den Tagesbehälter und dann, wenn die Anforderung kommt von der Anlage, dann schmeißen wir es drüben rein. Das heißt, wenn wir gescheit aufdecken, weil fürs Büdel hätte es gescheiter ausgeschaut, wenn ich das gemacht hätte. Danke. Achso, ja. Danke. Danke. Sag einmal, du hast mir jetzt die Fernbedienung im wahrsten Sinne des Wortes weggerissen, aber ich habe zuerst nur so Holzscheitel reingehauen. Wie weit kommt das jetzt in dieser Anlage wirklich? Ja, das müssen wir schauen. Ja. Im besten Fall kommt es da gleich wieder raus. Das wäre der Optimalfall, oder? Das wäre der Optimalfall, das genau. Das wäre der Optimalfall. Tja, wir sind da wieder in der Brennstoffhalle jetzt drinnen. Das ist die andere Seite, wo jetzt dieser große Kran gewesen ist, oder? Genau. Und auf der hinteren Seite, da wirft der Kran ab. Das ist da jetzt direkt vor uns. Und da geht es in das Fördersystem, wo man das Brennmaterial in die Feuerung einschickt. Also weit hat es ja jetzt nicht geschafft, mein Scheitel. Aber was ist jetzt so schlecht an einem so großen Scheitel in der Brennkammer? Genau, das müssen wir aussieben. Weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, draußen auch schon, wir haben so kleine Hackschnitzel. Und das Fördersystem ist für kleine Hackschnitzel ausgelegt. Wenn wir auf einmal große Stücke drinnen haben und vor allem drinnen dann bei den Förderschnecken, das wird dann spießen und uns den ganzen Brennstoffstrom lahmlegen. Wie komme ich jetzt wieder zu meinem Scheitel? Das brauche ich daheim für meinen Ofen. Naja, warte, so wieder raus. Ja. Ja, dann nehme ich das jetzt wieder mit. Und jetzt gehen wir wohin? Genau, jetzt gehen wir dorthin, wo brennen tut es gut. Genau, jetzt gehen wir einen Stock tiefer. Jetzt schauen wir sich, wo das Feuer entsteht, so richtig an. Vielleicht kriege ich sie noch nicht irgendwo los, mein Scheitel.
Wie viel CO2-Einsparung haben wir jetzt durch diese Anlage? Was spart das Salzburg jetzt ein? An dieser Anlage haben wir 40.000 Tonnen CO2-Einsparung jährlich. Jährlich? Jährlich, genau. Da ganz schön eine ganz schöne Menge. Ja. Da sind wir ja voll grün unterwegs. Ja. Das ist jetzt immer noch der gleiche Kessel wie unten, oder? Ja, genau. Wo ist denn der überhaupt noch? Du siehst es eh, wir sind da, wenn du aufschaust, mehrere Stockwerke hoch. Wir haben außen Fallrohre, da kommt das Wasser runter. Innen drinnen ist die Flamme, erhitzt uns das Wasser, erzeugt uns den Dampf. Und der Dampf steigt natürlich gewärmt auf und entscheidet sich in der Trommel oben ab. Aber die Trommel, da schauen wir nachher hin. So machen wir das. Was sehen wir jetzt da ganz genau an dieser Anzeige? Weil ein bisschen technisch wollen wir es ja doch auch haben. Genau, schau da direkt vor dir aus dem Manometer, da sehen wir jetzt die 65 Bar, dass man auch vor Ort eine Anzeige hat. Wir sind sehr digitalisiert, das heißt, wir haben analoge Messgeräte drinnen, die uns unten in der Warte den ganzen Druck auch anzeigen. Also alles, was wir da sehen, ist unten genauso? Genau, ist unten auch abgebildet. Wir haben auch daneben nur das Schauglas, da sehen wir den Trommelniveaustand. Und da können wir beim Rundgang, wenn wir einmal am Tag durchgängen, uns vor Ort auch nochmal ein Auge und ein Bild machen, dass das funktioniert. Ist da eigentlich immer wer da von euch oder ist es einmal leer? Nein, es ist schon leer auch. Wir sind normalerweise Montag bis Freitag in der normalen Arbeitszeit da. Da schauen wir, dass der ganze Betrieb läuft am Abend und am Wochenende sind wir nur auf Bereitschaft. Das heißt, da läuft die Anlage ganz alleine. Weil es muss ja durchgehen, wir dürfen ja nicht frieren im Winter. Genau, oder? Wir schalten nicht auf die Nacht ab und in der Früh. Ja genau, wir sind dann mal kurz weg. Ne? Umso weiter man aufkommt, umso wärmer wird es. Ich hätte ja da gleich eine Sauna auch mitmachen können, oder? Ja, Sauna nicht. Du siehst ja, ich habe mir die Jacken schon ausgezogen, du hast das noch auch. Das ist die Erfahrung, die man als Kraftwerkstechniker hat. Hinter uns ist die Trommel. Wir trennen da den Dampf vom Wasser. Wir haben einen Dampfdruck drinnen schon von 65 Bar und um die 485 Grad Celsius. Und da schickt man den Dampf dann rüber zur Turbine. Und dort wird auch der Strom erzeugt? Bei der Turbine, genau. Ja, ja. Macht doch alles einen Sinn, ne? Und das ist jetzt dann die letzte Station, oder? Genau. Turbine, Generator, was passiert? Genau. Es ist so laut da herin, wenn wir so schreien, gell? So Wahnsinn. Ja. Aber ist das an meinem Kraftwerk? Das ist im Kraftwerk, ja. Nein, den Dampf, den wir jetzt oben produziert haben, der geht da über die Leitung, über die kleine Leitung rein in die Turbine. Die Turbine wird angetrieben, wir laufen mit 9800 Umdrehungen und bauen über 21 Stufen einen Druck von 65 Bar ab bis unter 1 Bar. Also wir gehen schon leicht ins Vakuum. Schon mal danke für die Führung durchs Kraftwerk. Jetzt sind wir aber noch im Herzstück gelandet. Das Kraftwerk sitzt noch im 2. Die Warte. Ja, in der Warte, da laufen alle Informationen zusammen. Hinter mir, da sieht man die Bildschirme, da ist alles aufgeschalten, der Dampfprozess ist aufgeschalten, die Verbrennung ist aufgeschalten, der Brennstoffförderweg. Sollte da irgendwo ein Alarm sein, dass irgendwo was auf Störung geht, dann kriegen wir da die Info mit und müssen uns da entsprechend darum kümmern, dass die Anlage nicht auf Störung geht oder sogar ausfällt im schlimmsten Fall. Sebastian, mein Beitrag zur Wärmewende hat nicht wirklich funktioniert. Es wurde aus dem System ausgespuckt, aber ich darf das trotzdem für deinen Schreibtisch überreichen. Danke, mich freut es. Beweis, die Anlage funktioniert. Die Anlage funktioniert, genau so ist es. Dankeschön für den Besuch, dass wir da sein haben dürfen. Und das war eine weitere Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburg AG. Sollten Sie noch mehr von uns erfahren wollen, bleiben Sie einfach dran hier im Programm von Salzburg TV.